Heute werden Sie eine Welt voller Schrecken, welche der menschliche Verstand weder begreifen noch verstehen kann, entführt. In dieser Folge erwarten Sie fantastische Geschichten und Themen, welche Ihnen den Verstand verdrehen werden. Willkommen bei Twisted Mind. Ich bin Ihr Gastgeber Franz Tech. Unser erstes Kurzthema in dieser Folge behandelt die mysteriöse Kreatur mit dem Namen Chupacabra. Der Name Chupacabra stammt vom Spanischen ab und bedeutet so viel wie Ziegensauger. Das Wesen soll nach urbanen Legenden in Süd- und Mittelamerika vorkommen und sich vom Blut von Ziegen ernähren. Die ersten Berichte über den Chupacabra kamen um das Jahr 1995 aus Costa Rica. Nach den Legenden besitzt der Chupacabra ein Aussehen ähnlich dessen eines Kojoten, ist zwischen 1 Meter und 1,50 Meter groß und besitzt Stacheln auf dem Rücken, welche er nach Belieben einziehen kann. Außerdem soll er auch in der Lage sein, seine Farbe zu wechseln, wie es ein Chamäleon es kann. Die meisten Berichte zum Chupacabra wurden als Sichtungen von Kojoten und Hunden entlarvt. Doch gibt es den Chupacabra wirklich? Viele Gerüchte ranken sich um das Videospiel Killswitch. Existierte es oder gab es dieses nur in der Fantasie eines Autors? Es wird behauptet, Killswitch wurde 1989 von der tschechischen Firma Kavina Corporation entwickelt. Das Spiel war monochrom gehalten und im Hintergrund liefen verlangsamte tschechische Volkslieder. Der Spieler konnte sich zu Beginn zwischen den Charakteren Ghast, ein Dämon, welcher Feuer speien konnte, ab unsichtbar war, was das Spielen unmöglich machte, und Porto, einem Menschen, der zufällig seine Größe änderte, entscheiden. Die Story von Porto handelt davon, dass Porto in einer verlassenen Kohlemine, in der sie eine Angestellte war, mit Wunden an ihren Ellbogen erwacht. Während sie versucht, aus der Mine zu fliehen, findet sie die Leichen von früheren Mitarbeitern. Während Porto den Ausgang versucht zu finden, wird die Mine von Dämonen, die ähnlich wie Ghast sind, und dämonischen Inspektoren der Sovati Corporation, welche einen roten Mantel tragen, angegriffen. Die Mäntel der Inspektoren ist das einzige, was Farbe in diesem Spiel hat. Die Hintergrundgeschichte von Killswitch handelt darum, dass die Sovati Corporation mehr Produktivität von ihren Arbeitern verlangte und die Inspektoren die Angestellten durch Folter zwangen, mehr Kohle abzubauen. Manche vermuten, die Story ist Kritik an die sowjetische Industrietaktik. Der Spieler muss eine Reihe von Eisenäxten einsammeln, welche einen komplexen Code zum Entziffern enthalten. Der Code wurde erst entschlüsselt, als ein User mit dem Namen Porto 881 ein Dechiffrierer online veröffentlichte. Mit diesem konnte Porto einen Tape-Recorder finden, auf dem eine männliche Stimme folgende Nachricht sagte: "The fires of the earth had risen up in their defense and flowed into the hearts of the decrepit pre-revolution equipment they used and awakened them to avenge the workers." Dies bedeutet in etwa, die Feuer der Erde sind aufgestiegen in ihrer Verteidigung und sind in die Herzen der altersschwachen, vorrevolutionären Ausrüstung geflossen, welche sie genutzt hatten, und erwägten sie, um sich an den Arbeitern zu rächen. Es wird vermutet, dass mit den Feuern der Erde die Dämonen wie etwa Gas gemeint sind. In diesem Punkt im Spiel befindet sich Porto in einem Raum, in dem Kohle zu Steinkohle und Koks verarbeitet wurde. Niemand wusste, was zu tun war, bis Porto 881 wieder einen Hinweis gab. Porto 881 fand heraus, dass wenn Porto das Steinkohlenkoks aufnimmt, dass sie zu ihrer normalen Größe ändert, was sie erlaubt, weiter zu gelangen. Dies war der seltsamste und verwirrendste Abschnitt von Killswitch. Doch als Porto durch den letzten Tunnel in Richtung Oberfläche läuft, wird das Spiel komplett weiß und das Spiel löscht sich selbst. Alle Daten vom Spiel sind weg, was ein erneutes Spielen von Killswitch verhindert. Kavina Corporation hatte nur 5000 Kopien von Killswitch veröffentlicht und begründete das Löschen der Daten
dass sie ein einzigartiges Erlebnis schaffen wollten, welches wie das Leben ist. Der Tod ist das Ende und man kann danach nicht neu beginnen. Bei ihrer Stellungnahme nannte Carvino Corporation, dass die Schicksale von Porto und ihrem geliebten Gast unbekannt füreinander sind. Diese Aussage führte dazu, dass die Spieler die letzten Kopien des Spiels suchten, um das Ende von Gast zu spielen. In 2005 kaufte der Japaner Yamamoto Ryuichi eine Kopie von Killswitch für umgerechnet $733,000. Es wird vermutet, dass dies die letzte Kopie von Killswitch war. Yamamoto nahm auf, wie er das Spiel spielte, doch nur ein 1,45 Minuten langes Video wurde hochgeladen, welches die Charakterauswahl von Killswitch zeigte und wie Yamamoto weinte. Die Geschichte um Killswitch könnte frei erfunden sein. Vielleicht gab es aber dieses seltsame Videospiel namens Killswitch wirklich. Dies war die Pilotfolge von Twisted Mind. Zukünftige Episoden werden ähnlich gestaltet sein und werden auch eine Geschichte beinhalten. Bis bald bei Twisted Mind!